Na, freut ihr euch schon auf Weihnachten? Ich weiß nicht, dieses Jahr ist für mich nicht sehr weihnachtlich. Ich weiß nicht warum. Deswegen, nicht nur deswegen, auch weil ich sonst keine Themen hatte, habe ich mich dafür entschieden, keine Videos über Weihnachten zu machen. Ich habe überlegt, einen Weihnachts-Disney-Film zu gucken und das zu reviewen, anstatt Cinderella jetzt. Aber ich dachte mir, das hält nur mein Fortschreiten auf. Auf jeden Fall, Cinderella habe ich gesehen. Tatsächlich heute direkt, bevor ich das hier gefilmt habe. Ich habe aber auch zum ersten Mal wieder seit langem, weil es ja wieder eine Vorlage gibt, die Vorlage gelesen. Sogar in dreifacher Ausführung. Und lasst mich euch sagen, alle vier quasi Versionen der Geschichte, die ich erlebt habe, sind komplett unterschiedlich. Komplett unterschiedlich. Also alle drei Bücher sind auch komplett unterschiedlich davon. Und auch der Film ist anders. Also ich weiß auch nicht, was das Original ist. Ich hätte auf Wikipedia, glaube ich, nachgucken können. Aber naja, ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass das Buch, das tatsächlich so betitelt ist, mein Märchenbuch nach Grimm, das ist, was am nahesten an das Originalmärchen von den Gebrüdern Grimm drankommt. Aber wer weiß da schon. Das ist aber auch das, was am meisten von allen anderen Geschichten abweicht und auch von dem Film, weil hier gar keine gute Fee vorkommt, also so überhaupt nicht. Da gibt es einfach einen Baum. Sie pflanzt einen Baum auf das Grab ihrer Mutter und das ist scheinbar ein magischer Baum und wenn sie das braucht, rüttelt sie daran und dann fliegt einfach ein Ballkleid runter und die Tauben oder wer auch immer sind dann diejenigen, die ihr sagen, dass sie bis Mitternacht zurück sein soll. Das ist der größte Unterschied in dieser Geschichte. Aber es gibt natürlich auch noch andere Unterschiede. Zum Beispiel, das ist auch das blutigste. Ich glaube, es ist auch die einzige Geschichte tatsächlich, wo die Stiefschwestern sich Teile vom Fuß abhacken, damit sie in den Schuh reinpassen. Was ich von gehört habe, dass es in dem Märchen sein soll, aber war in denen, die ich bisher gelesen habe, nie drin. Hier scheint es drin zu sein. Dann hat der Prinz hier drin auch die Treppe mit Pech eingeschmiert, damit ihr Schuh quasi stecken bleibt. Sie wollte eigentlich, dass sie stecken bleibt. Statt mit ihr zu reden und zu sagen, hey, hör mal, wer bist du und willst du nicht ein bisschen länger bleiben, hat er versucht, sie einzusperren. Ein bisschen komisch. Naja, außerdem ist das hier auch das Einzige mit diesen Linsen und Erbsen, quasi die Stiefmutter verschüttet, die Aschenputtel aufsammeln muss und halt einfach sortieren muss. Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen, daran habe ich mich sehr gut erinnert, aber ich wusste nicht mehr, dass es aus Aschenputtel ist, weil so viele Versionen davon das halt einfach nicht haben, so wie der Film ja auch nicht. In diesem Buch ist, glaube ich, die langweiligste Version davon drin. Hier drin war tatsächlich die gute Fee dabei, aber die war scheinbar eine Reinkarnation ihrer toten Mutter oder sowas, aber sie hat sie nicht erkannt, aber die gute Fee hat ihr gesagt, dass sie ihre tote Mutter ist, die Seele ihrer toten Mutter, aber sie soll sie nicht Mutter nennen, sondern gute Fee. Das war auf jeden Fall verwirrend. Ich weiß nicht, wie ein Kind damit klarkommen soll. Ich fand das auch irgendwie seltsam. Warum? Der Ball findet hier an zwei Abenden statt. In dem anderen war das tatsächlich drei Abende. Hier waren das zwei Abende. In dem Film war es nur ein Abend und in diesem Buch war es auch nur ein Abend. Also dieses Ball-Dings-Sache. Deswegen, keine Ahnung, was da jetzt stimmt, ist ja auch eigentlich egal, ob das jetzt nur ein Abend ist oder zwei oder drei Abende. Und das wäre auf jeden Fall nicht die Version, die ich einem Kind vorlesen würde, weil das schon sehr die Message mitschwingen lässt. Du musst halt einfach nur ein braves, schüchternes, frommes Mädchen sein, am besten noch wunderschön und dann wird dir schon alles zufliegen. Du musst halt einfach nur die perfekte Rolle der Frau erfüllen, der Hausfrau. Und dann wird magisch für dich alles gut und du findest schon einen Ehemann und alles ist fantastisch. Und weil sie eben so schön ist, am Ende des Tages werden sogar die Stiefschwestern voller Reue sein, was sie ihr angetan haben. Also diese Message fand ich hier drin wirklich überhaupt nicht gut. Und ich habe wahrscheinlich in diesen beiden Büchern dieses Märchen nie gelesen, weil ich das hier immer gelesen habe. Das war, glaube ich, eins meiner Lieblingsbücher in meiner Kindheit. Nicht unbedingt, weil die Geschichte so toll ist. Und jetzt, wo ich es gelesen habe, finde ich, ist auch sehr zusammengefasst, sehr, sehr kurz gefasst. Also ist wirklich sehr wenig Schrift drin. Aber ich mochte einfach diesen Zeichenstil sehr gerne. Hat mich auch am meisten an den Disney-Film erinnert, auch wenn er schon ein bisschen anders aussieht. Aber allein, wie die Fee angezogen ist zum Beispiel, ist eine andere Farbe, aber diese Kopfbedeckung und so hat die im Cinderella-Film ja auch ganz ähnlich. Und ja, ich mochte das deswegen sehr gerne.
Die Geschichte an sich ist, wie gesagt, sehr, sehr kurz gefasst hier drin. Die ganze Backstory zum Beispiel hier überhaupt nicht drin. Es fängt direkt an, wie Cinderella, also Aschenputtel in dem Fall, im deutschen Fall, mit ihrer Stiefmutter und den Stiefschwestern zusammenlebt, obwohl die Stiefmutter hier eigentlich überhaupt nicht erwähnt wird, nur die Stiefschwestern. Und dementsprechend wurde auch ihre tote Mutter oder ihr Vater nicht erwähnt, der teilweise in den anderen Märchenbüchern übrigens, in dem einen ist er gestorben, in dem anderen war er einfach nur auf Dienstreise, während alles passiert ist, und hier wird das sowieso nicht erwähnt. Von daher spielt das keine große Rolle. Hier gibt es auch im Gegensatz keine Tierhelfer, sondern so Püppchen, die man hier hinten sieht, die dann in deren Helfer quasi verwandelt wird. Sie spielt auch mit den Puppen an einem Zeitpunkt, was mich die Frage stellen lässt, wie alt sie ist. Ich weiß, dass sie relativ jung ist, dass man damals auch relativ jung geheiratet hat, schon mit 15 oder so. Aber dann spielt sie mit Puppen und dann geht sie sich verloben direkt danach. Ich finde das ein bisschen nicht so toll. In den anderen Geschichten, in einem wurden halt die Tauben erwähnt, in dem anderen wurde eine Katze, glaube ich, erwähnt. Mäuse wurden in einer Geschichte auch verwandelt, aber die waren alle nicht so nah an Cinderella dran, wie es hier zum Beispiel die Puppen waren oder die Mäuse eben in dem Film. Obwohl diese Tauben in der ersten Märchenadaption, wo es halt diesen Baum gibt, ihr halt auch sagen, was sie zu tun hat. Deswegen ist er schon ein bisschen näher dran als sonst in so einem Märchen. Aber es sind halt nicht wirklich ihre Freunde, so wie es in dem Disney-Film dargestellt wurde. Und ja, dementsprechend würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, das ist die beste Version von Aschenputtel, aber ich mag halt einfach die Illustration in diesem Buch. Und das ist auch die Version, wo die Stiefschwestern sich gegenseitig, nicht Aschenputtel, aber sich gegenseitig am besten behandeln, weil sie sich gegenseitig Komplimente geben und sich mögen tatsächlich. Und das ist ja in allen den anderen Versionen nicht so richtig der Fall. Die mögen ja nicht nur Aschenputtel nicht, sondern auch sich gegenseitig nicht und gönnen sich ja gar nichts. Dementsprechend, der Film Cinderella ist von 1950, hat 78 Minuten und ist wieder ganz anders als die meisten davon. Das meiste davon tatsächlich, von diesem Cinderella-Film, ich finde gar nicht, dass Cinderella die Hauptfigur ist. Die Mäuse sind tatsächlich die Hauptfigur in dem Film. Und ja, deswegen dementsprechend nehmen sie auch die größte Zeit in diesem Film ein. Und das passiert schon fast. Teilweise hatte ich das Gefühl, ich bin jetzt gerade in Tom und Jerry, weil diese Mäuse von der Katze die ganze Zeit hin und her gejagt wurden. Und es hat tatsächlich sich so angefühlt, teilweise wie ein Tom und Jerry Kurzfilm oder so. Was Tom und Jerry sind ja auch 10 Jahre älter als dieser Film tatsächlich, was durchaus der Fall sein könnte, dass sie sich da so ein bisschen bedient haben. Dementsprechend fand ich große Teile dieses Films leider auch wirklich langweilig. Es wurde auch auf die Backstory auch hier nicht wirklich eingegangen. Man fängt direkt damit an, dass Cinderella bereits mit ihrer Stiefmutter und den Stiefschwestern zusammenlebt. Vielleicht wurde erwähnt, dass der Vater gestorben ist. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe es gerade eben noch geguckt, aber ich weiß es nicht mehr, weil der Film so vergessungswürdig ist. Also ich dachte mir, jetzt fangen endlich die guten Disney-Filme an, aber ich fand auch den relativ langweilig, muss ich sagen. Vielleicht liegt es daran, dass ich jetzt auch nicht so große Lust hatte, den zu gucken. Aber immer, wenn man einen Film lange nicht gesehen hat und den irgendwie so mit Nostalgie füllt, wie es halt die Disney-Filme meistens sind, hat man den, glaube ich, besser im Kopf. Also man denkt, er wäre besser im Kopf, als er tatsächlich war. Ich dachte auch, Cinderella ist ein viel neuerer Film als Aschenputtel, als so ein Röschen zum Beispiel. Aber dann Röschen ist ja fast 10 Jahre später erst gekommen. Von daher, man kann auch Sachen sich schön machen im Kopf und sich falsch daran erinnern. Das meinte ich damit. Auf jeden Fall, die Mäuse waren für mich ein bisschen zu viel im Vordergrund. Man hätte auch einfach mehr Backstory zu Cinderella machen können, haben sie jetzt nicht gemacht. Sie haben versucht, die Lücken in der Story, die ja sowieso relativ kurz ist, einfach mit Shenanigans zu den Mäusen und der Katze und so zu füllen. Was für kleine Kinder Sinn macht, was den Film aber noch nicht zu einem Familienfilm macht. Also ganz viele Disney-Filme sind ja Familienfilme, da ist was für Erwachsene drin und was für Kinder. Diese frühen Disney-Filme, habe ich das Gefühl, waren tatsächlich mehr einfach nur an Kinder gerichtet, was diese Maus- und Katzen-Ding, Tom und Jerry-Sache, erklärt, weil das halt etwas ist, was sehr unterhaltsam für Kinder ist, aber für uns Erwachsene, für mich zumindest, nicht mehr so unterhaltsam ist.
Dafür gab es kurze Backstory zu dem Prinzen, beziehungsweise der Prinz kam tatsächlich nur in der Ballszene und am Ende vor. Aber sein Vater kam vor und der hat erklärt, warum er eine Braut für seine Tochter, für seinen Sohn sucht und bla bla bla. Zumindest gab es dazu mehr als in den anderen Büchern. Aber es sind immer noch dieselben Fragen drin. Warum erkennt keiner Cinderella auf diesem Ball? Sie trägt ja nicht mal eine Maske in irgendeinem dieser Filme. In einem der Märchen wurde zumindest erklärt, dass sie immer neben dem Kamin schläft und deswegen alles voller Ruß ist im Gesicht und so. Und das könnte ich vielleicht denen abkaufen. Deswegen haben wir sie nicht erkannt, weil sie zum ersten Mal seit Jahren wieder sauber ist. Aber selbst das ist weit hergeholt. In allen anderen Versionen ist sie ja eigentlich nicht wirklich richtig schmutzig. Man hätte sie schon erkennen können. Sie hat halt einfach nur ihre Haare gekämmt. Also ich weiß nicht. Dann außerdem mit dem Schuh. Das ergibt halt einfach auch gar keinen Sinn. Es hat auch gar keiner versucht, wirklich zu erklären, als ob wirklich nur ein einziges Mädchen im ganzen Land diese eine Schuhgröße hat. Und warum sollte er einfach direkt die Frau zur Frau nehmen, die die richtige Schuhgröße hat, anstatt ihr mal ins Gesicht zu gucken. Also sind nicht nur die Stiefmutter und die Stiefschwestern so doof, dass sie Cinderella nicht am Gesicht erkennen können, sondern auch der Prinz, der sie vor einer Nacht, also letzte Nacht noch in die Augen geguckt hat, jetzt auf einmal nicht mehr weiß, wie sie im Gesicht aussieht und muss auf jeden Fall die Bestätigung haben, dass dieser Schuh ihr auch passt. In manchen dieser Märchen, in einer sogar, da wo sie die Zähne und die Ferse abschlagen, also die Füße kaputt machen von den Stiefschwestern, damit sie in den Schuh reinpassen, nimmt ja auch tatsächlich die falsche Braut auch erstmal mit. Erstmal die älteste Stiefschwester und dann die zweite Stiefschwester, bis ihm einer sagt, hey, guck doch mal in den Schuh, da ist Blut drin. Bis er kapiert, oh, das ist ja gar nicht meine Braut. Ja, ergibt halt nicht so viel Sinn. Ich glaube, Kinder heutzutage sind sehr viel klüger, als sie man vielleicht damals gedacht hatte, dass sie es wären. Ich glaube, auch damals waren sie klüger. Ich glaube, jedes Kind hat sich bestimmt gedacht, warum? Warum? Was soll das? Ergibt keinen Sinn. Aber ich glaube, Kinder sind auch schnell dabei, das einfach zu vergessen und drüber hinwegzusehen, wenn der Film ansonsten Spaß macht. Aber als Erwachsene, die den Film jetzt nicht so spaßig fand, denkt sich mehr dann, macht sich mehr Gedanken darüber, würde ich sagen. Außerdem wurde hier so ein bisschen dazu gedichtet, was ich im Märchen überhaupt nicht gehabt habe. Zum Beispiel, dass die Stiefmutter Cinderella einsperrt, damit sie halt den Schuh nicht anprobieren kann. Das kam in sonst keinem Märchen vor. Oder auch, dass der Schuh kaputt geht, weil es ja ein gläserner Schuh ist. Macht irgendwie Sinn, den dann auch kaputt zu machen. Kam auch in keinem einzigen dieser Geschichten vor. Was aber ja naheliegend ist, weil er aus Glas ist. Aber naja. Ich finde es okay. Ich finde es okay, wenn die da was Neues dazu dichten, um den Film ein bisschen spannender zu gestalten. Im Grunde, im Kern ist es ja immer noch quasi dieselbe Geschichte, auch wenn sie so ein bisschen anders gemacht wurde, ein bisschen unterhaltsamer, damit es halt in diesem Format auch Sinn macht. Weil sonst hätte man einfach nur einen Kurzfilm daraus machen können, 20 Minuten oder so, bumm, paff, fertig. Vielleicht wäre es dann unterhaltsamer gewesen, ich weiß es nicht. Ich habe dem Film letztendlich 2,5 Sterne gegeben. Es hat mich halt leider nicht unterhalten. Hätte es mich wenigstens die ganze Zeit am Ball gehalten, hätte ich dem 3 Sterne gegeben. Aber ich fand es leider über lange Strecken, vor allem den Anfang, relativ langweilig, muss ich sagen, und sehr ereignislos. Auf jeden Fall ist das jetzt noch nicht ganz das Wahre. Ich glaube, es ist keine schlechte Idee, die Disney-Filme zu Musicals zu machen, was glaube ich aber erst mit Ariel passiert ist. Also hier gab es schon Songs drin, ich glaube 3 an der Zahl, aber es ist ja trotzdem kein Musical dadurch, es sind halt einfach nur Begleitsongs. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr darüber denkt. Ich habe jetzt super lange drüber geredet, liegt auch daran, dass ich diese Geschichte in vierfacher Ausführung erfahren habe in den letzten 2 Tagen. Hatte ich auch viel drüber zu reden. Schreibt mir eure Gedanken dazu in die Kommentare. Ist das einer eurer Lieblingsfilme? Seht ihr das anders als ich? Habt ihr mal ein Märchen davon gelesen? Welche Version habt ihr davon gelesen? Und ansonsten sehen wir uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder. Bye!